Weiter geht's. Wir haben einen Luftreiniger aufzustellen. Genau. Alle hopp. Und noch zwei Punkte zu verteilen. Das wollte ich auch schon. Oh, Hyänen ausweichen, ja. Oh nee, nix Hyänen ausweichen. Arme schlafende Hyänen verprügeln. Ja, gib ihm. Ganz vergessen, wie stark unsere neue Waffe ist. Oh, Double Slam. Miau, 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 miau. Also, ich bin normalerweise kein Fan von solchen übertrieben kitschigen Anime-Sachen. Sorry. Animes sind toll, aber ich mag halt eher so düsteren Kram. Also Berserk oder sowas in der Richtung. Und dieses Knuffige meistens nicht so. Außer es ist wirklich wholesome. Also Slice of Life oder sowas in der Richtung. Aber ja, Tangent. Ich mag sowas normalerweise nicht. Aber das Miau-Geräusch ist toll. Oh. Inventar ist voll. Nicht Rüstung regenerieren lassen. Na, zu spät. Ich glaube, ich mache erstmal hier den. Miau, miau, miau. Das Ad weg. Junge! Ha, hier kannst du nicht ausweichen. Miau, miau, miau. Gut, was war jetzt mit dem Inventar? Das ist voll. Wir haben das Haus gerade ausgebaut. Wie viel fehlen hier noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aber dann wäre das Plus auf der nächsten Seite. Ich mach mal 5. Genau. Gib mir all das Zeug, was hier rumliegt. Bronzestangen. Interessant. Hier oben lag jetzt auch noch was, ne? Genau. Schwupp, ein Opal. Den nehmen wir doch gerne mit. Also, schlafende Hyänen, kurz spanken, kein Problem. Die Boss-Dinger da. Dafür ist der Hammer echt ein Ticken zu langsam. Da machen wir lieber den hier. Aber ich habe halt nicht so super viel Munition dabei. Muss ich dafür den Anzug anziehen? Ja, muss ich. Ich will nicht grün werden. Gib mir Schutzanzug. Änder Optik auf Schutzanzug. Gott. Justice bewundert den Jadekelch in Bestienform. Irgendwie stehen sehr viele Leute auf den Jadekelch. Sollte ich vielleicht mehr von bauen? Ich weiß. Aluminiumschrott. Wir haben so wenig von dem Aluminiumschrott und von dem fortschrittlichen Mecha-Schrott, oder wie das heißt. Also Mecha im Sinne von mechanisch, nicht Mecha-Schrott. Davon haben wir so wenig, dass wir wirklich alles mitnehmen sollten, was wir sehen. Sonst kriegen wir das ganze High-End-Zeug nicht zusammengebastelt. Inventar ist voll. Weil du jetzt... Ja komm, hier Holzbretter. Fallen lassen. Ja. Magnesium-Chromziegel? Nein. Warum habe ich diese ganzen Sachen nicht aufgestellt? Die Expende, die ich vergessen habe abzugeben. Grüni Bewässerungschip für Volt 13. Aber ein Problem. Okay. Wir lösen das Problem, wenn wir jetzt doch alles da reinballern. Wir sind auf Seite 6. Eventuell können wir doch irgendwann einfach alle Items, die es im Spiel gibt, durchgehen im Inventar haben. Dicke Rüstung. Habe ich gar nicht gesehen. War irgendwie im Boden geglitscht. Egal. Aufbauen. Ja. Okay. Beseitige die Quelle der Verunreinigung. Quelle der Verschmutzung beseitigt. 0 von 10. Ist auch eine Art, ein Event länger zu machen, ha? Huh?
Aluschrott mitnehmen. Fast so, als wollten die uns damit sagen. Oh, wegsaugen wahrscheinlich, ne? Ist fast so, als wollten sie damit sagen, dass Umweltverschmutzung schlecht ist. Warum ist das Fragezeichen gerade noch da geblieben? Das ist maximal ungünstig. Ich werde mir nicht merken können, wo ich schon war und wo nicht. Warum sind nur drei Spots markiert? Ist es vielleicht um das Ding hier rum? Ja. Ah, jetzt verstehe ich's. Und dann, jetzt wo ich alle Spots um die Markierung rum weggemacht habe, geht die Markierung auf. Okay, da waren die Programmierer blitzer als ich. So. Da oben. Ist näher dran, ne? Nehmen wir den kurz mit. Das heißt, da werden jetzt auch drei oder vier sein, beim letzten ist dann der Rest. Ich hoffe, wir haben da unten dann auch wieder so eine Schnellreiseoption, sodass irgendjemand angelaufen kommt und hey, und sagt, hey, die Musik ist jetzt, die Luft ist jetzt schon viel besser. Wollen wir nicht nach Hause gehen? Ja, nein, vielleicht. Das wäre sehr praktisch. Einmal hoch. Lob. Marker ist weg. Dann das Ganze wieder rückwärts nur ein bisschen beschleunigt. Und hier am Canyon lang. Jetzt, wo wir gerade wieder tiefer in das Gebiet reingehen. Habt mal mit einem Auge drauf und plumpst sofort runter. Wow. Habt mal bitte mit einem Auge drauf, ob ihr irgendwo noch mechanischen oder Aluschrott sieht. Nicht, um mir sofort zu sagen, weil es ist ja Zeitverzögerung und alles. Aber es geht mir darum für die Zukunft, dass ich weiß, ob es sich lohnt, hier tiefer reinzugehen. Meine laufende Theorie ist ja, dass wir einfach nur im Eingangsbereich den Schrott haben. Das heißt, wir laufen da kurz hin, machen das weg und dann ist gut. Was ist das da? Nee. Was ist... Du bist später was, hm? Ganz bestimmt bist du später was. Und diese Bäume nehme ich jetzt einfach nur mit, weil wir haben davon noch nicht so viel. Also ich, das da ganz hinten rechts ist vielleicht noch was, aber ich denke, das wird auch nur Deko sein, wie das Zeug hier. Pilze können wir ignorieren. Ja, oh. Grün! Hey! Extreme Gameplay. So, wo war ich? Das hier auch nicht. Nö, ich habe kein einziges Ding gesehen, was wir hätten aufsammeln können. Oh. Jump. Kann ich Dual-Sau gegen? Nein. Und der letzte. Yay! Alle Tiere sterben, weil keine Luft mehr da ist. Nice. Oh, it's working! You've done it! Fantastic work, Builder! Thank you! Do I smell strawberries? Hey, Grünling. Greetings. I've just come to admire our handiwork. Seems everything's gone according to plan. Well done. You've once again managed to manifest my designs flawlessly. Director, what's happening to the gas? Did you synthesize it? Was its molecular makeup similar in some way to... strawberries? Hmm.
No, I just like strawberries. I see. Well, everything worked, so I won't look a gift Yakmel in the mouth. Was sind Starberries? Hört sich an wie so ein Endgegenstand in Stardew Valley. I'd say this is a perfect ending. Don't you agree, Mr. Mosa? Yeah. Mayor! Mayor Trudy! Come quickly! Dan B and Ryan are leaving town! And I can't convince them to stay! Jetzt, Musa, sei ein Teil unserer komischen, verrückten Familie. Gib uns Geld. Und dann bleiben die beiden auch, weil sie sehen, dass Leute hier investieren. Donby! Oh, Maya Trudy? Hey, hey guys, wait! The whole people turning green thing, it's been solved! Builder just fixed everything! Sorry, my fellas. I tried. Even if you fix this green thing, it's always something in this town. Next week, everyone will be turning purple. Or worse, mauve. Mauve? Ach, Malvenfarben. We need stability and safety if we're ever going to raise a family. Genau, also zieht in ein zukünftiges Kriegsgebiet. Das ist ein super smarter Move. I know that, Donby. And we're working towards that. Everyone in Sandrock is giving it their all. And we're on the cusp of achieving that. Please, don't go. Was für eine Auswahl. Nee, komm, wir brauchen euch, wir sind nett. We really do. Donby, you're one of the most hardworking people I've ever met. And Ryan, well, you're Ryan. Who else can say that? Ja, Ryan ist bei mir dafür bekannt, dass er sehr lange schläft und wir andauernd zu seinem Bett laufen müssen, um irgendwie Dailies abzugeben. Und dass er mit ihr verheiratet ist, oder zumindest zusammen ist. Und er macht irgendwas mit Holz, aber nicht wirklich irgendwas, was man sehen würde. Er schenkt ihm nur alle paar Tage mal einen komischen Stuhl. That's a good point. Sure, we've hit a few snags, but I know we're on the other side of this struggle now. Do you know why? The vision of that great and green Sandrock. Donby, we've always had a vision, but not the means to execute it. Druck, Druck, Druck. We have that now, because of people like you and the Builder. If nothing else, the last few events have proven to me that Sandrockers nowadays can and will rise up to the occasion. No matter how bleak or green it looks. So can I selfishly ask you to stay a little longer, so that we can see our vision come to pass? Trudy, I really don't want to leave. Yeah, you're right. I want to see my dream come true. We've come so far. Aww. I know. And it will. Group hug? Group hug! Now this is a perfect ending. Warum sagen sie immer wieder Ende? Also vielleicht war es mal ein Ende vom Content bei einem der Patches? Babe, wait. Don't you think you're being a bit hasty? What? I thought you wanted to stay. Well, yeah, but I mean, we already packed up all our stuff. Wow. I'll unpack everything, all right? And I'll pack everything up for a second time if I change my mind again. You know, babe, I have a feeling that everything's gonna be okay. All right, let's go. Ich hab echt die Vibes, dass wir durch sind. Nein, es muss grün werden. Es muss alles grün werden und wir müssen Millionen von Gold bekommen. Okay, warte. Kämpfen in der Welt. Ja, das ist nur den Bojack da besiegen. Erstmal umziehen. So, und Inventar ausmisten. Wir haben das Teil jetzt bekommen. Okay, zieh das mal aus. So.
brauche noch eine. Oh, das gefällt mir den Handschuhen. Ja. Wir haben noch nicht mal unsere Chrom-Mischmasch-Axt und Hammer gebaut und all so ein Gedöns. Die Maschinen sind nicht alle aufgestuft. Wäre sehr komisch, wenn sie das jetzt so offen lassen. Also es kommt bestimmt noch mehr Content, also irgendwelche Add-ons oder Patches oder dergleichen. Huh. Aber es ist gut, dass es so eine Reaktion bei mir hervorruft, glaube ich. Das ist denn genau richtig. Und wissen sie, haben genug richtig gemacht. Wenn die Leute plötzlich entsetzt sind, dass es vorbei sein könnte. Aber schauen wir mal. So, sortieren. Kiste ist hier. Alles sortieren, ja. So, dann. Kleidung. Ich muss später mal gucken, welches davon wirklich das höchste ist. Aber ich denke, es wird noch irgendein Endgame-Gearset geben, das dann auch komplett lila ist und einheitlich aussieht und sowas in der Richtung. Ich dachte ja, es wäre das Ding hier. Aber das ist nur 30. Den Schutzanzug brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Das Teil wollten wir noch aufstellen. Irgendwo. Da. Das hier ist kein schlechter Spot. Vielleicht passt es noch nicht wieder. Doch. Ha! Kann man sich hier hinsetzen? Schaukelt das Ding auch? Oh, schade. Also ja, es wäre eine aufwendige Animation alles, aber trotzdem, das wäre schick. Kann man sich hier hinhocken? Schön über die Felder hinaus starren. Den Himmel. Nebenbei eine schöne heiße Schokolade trinken. Boah, ja. Daily. Wir haben kein gegerbtes Leder. Wir haben nur 4 Blutsteinkerne, davon sollten wir mehr herstellen können. Und die Filterkerne hatten wir auch, ne? Also erstmal ein paar Mal Blutsteine. Wir haben nicht genug Leben. Wo kriegt man jetzt Leben nochmal her? Und die Filter. Crafting-Zeugs. Ja, die sind relativ selten. Die werden häufig nachgefragt, die Schalltafeln. Müssen wir anderen mal craften. Filterkern. Brauch Fasergewebe. Verlassene Ruinen der Gegnerstation. Ja, nee, solche Sachen will ich auch nicht in Dailies abgeben. Das sollte so schon passen. Den Kern jetzt noch ab. Wie spät haben wir es? 20, 30. Ja, nee, das wird nichts. Verteilen wir noch die Punkte. Einmal beim Sammeln. Chance, dass beim Bergbau doppelte Wissenserfahrung erhalten ist. Mehr. Beim Treten von Bäumen steht eine kleine Chance, dass du alles, was verfügbar wäre, umstößt. Oder doppeltes Wissen. Kommen wir hier. Wenn du vor 3 schläfst, erhältst du auch die Effekte eines guten Schlafes. Ja! Bam, länger wach bleiben. Sehr schön. Und Werkstatt? Kraftstoffverbrauch wird reduziert. Produktionsgeschwindigkeit wäre gut. Preise für Rucksäcke werden gesenkt. Wachstum. Mehr Stockwerke, das hätten wir uns eigentlich sparen können. Ich glaube, ich nehme die Produktionsgeschwindigkeit. Ja, bestätigen. Okay. Ja, ich denke, ich will jetzt nicht schon wieder einen halben Tag dabei haben. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass morgen noch eine Cutscene kommt, eine Erklärung von Musa oder irgendwas in die Richtung. Da muss was kommen. Heißt, ich mache jetzt schon Schluss. Ich werde jetzt nicht noch in die Dingens da gehen, das ist mir zu weit. Nö, ich gehe jetzt einfach schlafen. Vielleicht fülle ich noch ein paar von den Maschinen auf. Und wir sehen uns dann nächstes Wochenende mit, ja, mit entweder noch mehr Content oder einem Abschlussbericht. Ich weiß es nicht. Das müssen wir dann gucken. Cliffhanger. Bam. Bis nächstes Wochenende. Nachtrag.
es kann nicht das Ende sein. Also ich bin wirklich ein bisschen verwirrt, wie man gemerkt hat, von dieser Wortwahl. Weil es war schon sehr on the nose, wie man so schön sagt, also sehr auffällig, wie es formuliert wurde. Und es würde halt passen in einem Spiel, was ein offenes Ende hat, auch irgendwo so eine Art von Ende einzubauen. Aber ja, es kann nicht das Ende sein. Wir haben Logan noch nicht getroffen. Der Story-Arc muss auf jeden Fall noch geschlossen werden, bevor das Spiel beendet werden kann. Das wäre sonst zu komisch. Außer sie bewahren sich das auch wirklich für ein DLC und da müssen wir jetzt ein halbes Jahr drauf warten oder so. Selber komisch, weil er ist wirklich so ein Vorzeigeobjekt. Also immer wenn man Merchandise oder Werbung oder so für das Spiel sieht, sieht man auch Logan, weil er halt ein auffälliger Charakter ist. Und ich war mir auch halbwegs sicher, dass es später eine Romanzoption wäre, die auch für viele interessant wäre. Das nur noch mal so als zusätzlichen Gedanken. Also es wird alles gut, sollte weitergehen.